Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Animal Crossing. Beim letzten Mal sind wir hier durch die weite Welt von Randomia gereist und haben einige knackige Sachen gefunden. Und ey, das hätte eigentlich zum letzten Part gehört, aber ist ja okay. Gerade noch so gesehen, ey. Diese Perspektive ist aber auch echt unmenschlich, ne? Wie soll man das denn herauserkennen? Sehr, sehr schwer. Okay, wir sehen, Noisette freut sich. Da wollen wir nochmal direkt mal rausfinden, warum das denn so ist. Na? Guten Abend. Ich habe dich heute tagsüber nicht gesehen, oder? Warst du dermaßen beschäftigt, dass du keine Zeit für mich hattest? Tja, mich für einen kurzen Moment zu besuchen, ey? Du kannst mich nicht vergessen, Spatzel. Du darfst das nicht. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich denn für dich tun? Sprich mit mir, warum bist du so happy? Ich habe mir überlegt, ich sollte hier in der Stadt einen Club für die Sportart Golf eröffnen. Das wäre lustig. Boah, Bärbel, warum bist du schon wieder so kamerageil? Naja, ich würde dich sogar beitreten lassen, da ich weiß, dass du das möchtest. Stimmt, du hast bestimmt mal ein Wii Sports Let's Play gesehen und hast gesehen, wie krass ich in Golf abgehe, ne? Unfassbar, ja, genau. Platz 1 auf der Suchergebnisseite auf YouTube. Wii Sports Part 1 Randome Kai. Ah, oh, das macht mich so glücklich. Jetzt haben wir schon zwei Leute, Spatzel. Also quasi du und ich? Aber, ja genau, aber um zu beginnen brauchen wir 20, stimmt's? Bis dahin kannst du alleine zu Hause üben, Spatzel. Warte mal, wie viele Bewohner haben wir? Nicht 20, ne? Garantiert nicht. Komm, wir fragen dich auch mal nach Arbeit. Hm, Kai? Was gibt es denn, Spatze? Übrigens, gib mir einen Job. Mal nachdenken. Nein, ich habe keine Arbeit für dich. Na toll. Arbeitslos nützt du mir nichts. Bärbel, wo bist du denn? Hallo, du bist doch so kamerageil, da komm mal her. Kai, nun, was für ein schöner Abend, nicht wahr, Schätzchen? Es macht mir nichts aus, es dir zu sagen. Wenn es Nacht wird, fühle ich ein unbändiges Verlangen, Leute zu sehen, Schätzchen. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun? Oh, natürlich, du fragst genau zur richtigen Zeit. Geh doch bitte zu Rollo und hol mein schönes Brillenetui. Ich bringe es gleich zurück, ganz bestimmt. Vertrau mir, ja klar. Ja klar, Rollo. Und wart, nicht mehr gesehen. Dir kann ich doch wohl eher vertrauen, oder? Bist zuverlässig. Machst du das für mich? Klar, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin doch nicht so wie Rollo. Hm, Kai, was gibt's denn? Na? Was gibt's denn Neues in deinem Leben, in deinem Sexleben? Sag mal an. Na, werf ich die Frage mal an dir weiter. Sieht dein Haus schon ein bisschen besser aus? Oh ja. Nicht möglich. Das ist ja fantastisch. Weiter so, Schätzchen. Ich frage mich, ob die Bewohner auch bessere Häuser haben. Ja, ja, guck mal, die stufen ihre Häuser auch auf, ne? Die wollen auch nicht nur in so einem Pennerhaus leben wie ich. Hi Anna, lange nicht geredet. Hey, du da, schönen Abend, nicht wahr? Sag mal, dies ist das erste Mal, dass ich dich heute sehe, oder? Was im Himmel hast du den ganzen Tag gemacht? NES gespielt, Twitterdi? Also, Kai, was willst du? Erstens, ich hab Wii U gespielt und zweitens, gib mir einen Job. Mal nachdenken. Nee, sorry, tut mir echt sorry, aber ich hab keinen Job für dich. Später nochmal, ja? Es ist schon fast dunkel draußen, nicht wahr, Twitterdi? Was kann ich für dich tun? Was geht, Mann? Weißt du, Kai, es ist nicht gerade so, dass ich immer etwas zu erzählen habe. Auch wenn wir uns tagelang nicht gesehen haben, sehr freundlich von dir. Du hast bestimmt nichts zu erzählen, ne? So unwichtig ist dein Leben. Krass. So, wo ist Balduin, hä? Ich muss auch echt sagen, ich bin stolz, dass ich mir die Namen merken kann. Ich weiß doch, in Animal Crossing Wild World war es so, ich musste die Namen echt manchmal googeln, Alter. Hey, du bist Kai. Auf wie habe ich denn nochmal gesprochen? Hast du den ganzen Tag geschlafen, Captain? Nun, jeder hat seinen eigenen Lebensstil. Der eine ist besser als der andere, Captain. Also dann, Captain, was führt dich her? Kann ich dir helfen, Dicker? Nichts. Ich habe nichts.
Mal wieder. Tut mir leid, aber so ist das. Dann erzähl mir wenigstens von deinem Leben. Man muss ja hier irgendwie, weiß ich nicht, die Gefühlsgeige spielen. Die zweite Violine. Bis sie labern? Hey, Kai. Musst du immer so rennen, wenn du irgendwo hingehst? Nein. Oh, wirklich? Stört dich das nicht? Ich meine, du bist so furchtbar langweilig. Ist das nicht lästig? Ich wette, wenn wir gesagt hätten ja... Hey, du unhöflicher Spasti, ich klatsch dich weg. Locker. Man kann es keinem recht machen und Balduin ist der lebende Beweis dafür. Ich hasse ihn, aber ich mag ihn noch ein bisschen. Seine recht zynische Art ist nice. Ich dachte kurz, da wäre was, aber das ist ja unsere Schaufel gewesen, deswegen alles cool. Lass uns am besten auch mal in der Fundstelle vorbeischauen, weil es kann durchaus sein, dass da was ist, ne? Weißt du, wir haben derzeit keine gefundenen Gegenstände. Tut mir leid. So, bist so unnötig, ne? Vielen Dank für deinen Besuch. Gut, ich mag jetzt beide vielleicht etwas ähnlich ausgesprochen haben, aber das ist egal. Das ist egal. Ich habe übrigens gehört, dass man auch die Tür von Tom Nook hätte aufbrechen können nachts. Stimmt das? Naja. Hallo, komm hier rein. Willkommen bei uns. Ja, ich weiß, dass ich hier den werfen kann. Ich bin nicht vom Mond. Wenn du Hilfe brauchst, könntest du dich da an die Verkäuferin wenden. Ach bitte, Sina. Es wird dir auch nicht schaden, wenn du ab und zu etwas freundlicher wärst. Muss man nicht ein bisschen öfter mit dir reden? Ich kann mich daran erinnern, dass wir nach ein paar Tagen so dicke Freunde werden, dass sie aus ihrem Real Life erzählen, off-topic quatschen und halt ein bisschen mehr über ihre Kindheit und so erzählen. Das war in Wild World jedenfalls so. Und ich glaube nicht, dass sie das hier auch abgelegt haben. Deswegen ganz komisch, muss ich sagen. Ne? Recht komisch, das Ganze. Aber ich denke, wir geben Tina und Sina noch ein paar Tage Zeit. Dann sind wir dicke Freunde. Passt schon. Soll ich vielleicht mal die ganzen Items mitnehmen? Ja, komm. Wir heben ja sowieso nie was auf. Passt schon. Außerdem so ein bisschen mehr Geld, auch wenn es nur so 100 Sterne sind, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, ein Sanddollar. Ich weiß übrigens auch gar nicht den Wert. Ich sollte mir vielleicht die Werte aufschreiben oder mir das ergoogeln. In dem Minecraft, nicht Minecraft, Minecraft-Wiki, genau, im Minecraft-Wiki, ganz klar. Ach Kai, du bist echt bei den Gedanken ganz woanders, ne? Wahrscheinlich. So, hallo Rudolf. Hey, du bist es, oder? Nun ist der Abend noch jung. Lass uns die Nacht durchmachen. Kratz. Ja, also, was willst du, Kratz? Gib mir Arbeit. Du möchtest mir helfen, ja? In dem Fall, könntest du für mich zu Rüdiger gehen? Ich habe Rüdiger meine Videokassette geliehen und bräuchte sie jetzt selbst. Warte mal, ich hab den anders gesprochen. Generell alle Eichhörnchen, das heißt auch nur Set, spreche ich ja mit einem Lispeln aus. Weil es am meisten passt wegen den Hasenzähnen, ne? Und wegen den Zähnen halt, ne? Deswegen passt das. Warum rennt die jetzt weg? Zita, komm zurück! Und Rollo ist auch vollkommen aus dem Häuschen. Naja. Ich habe Rüdiger meine Videokassette geliehen und bräuchte sie jetzt selbst. Ich glaube, so kann man ihn perfekt aussprechen. Kannst du sie für mich holen? Klar, Mann! So, jetzt wurdest du offiziell beauftragt, Kratz. Das hoffe ich doch. Zita, was ist denn los bei dir? Hi. Hallo Kai, wie läuft's bei dir heute Abend? Es ist plötzlich dunkel geworden, aber für mich ist der Tag noch nicht zu Ende. Der Tag ist noch jung. Das ist seltsam, denn eigentlich müsste ich todmüde ins Bett fallen bei dem Spaß, den ich heute hatte. Egal, was gibt's mir? Gib mir auch bitte Arbeit. Wieso kommst du eigentlich immer nur, wenn ich nichts für dich zu tun habe? Machst du das extra? Sicher doch, ich weiß Bescheid. Ne? Komm doch mal her, ich möchte mit dir reden. Hallo, K.
Kai, was ist los? Egal, was gibt's? Reden wir. Hey, wusstest du, dass man manche Einrichtungsgegenstände verwenden kann? Ja. Natürlich wusste ich das. Toll, ich bin beeindruckt. Ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, wie das funktioniert. Ja, du bist auch echt nicht hell im Kopf, kann das sein? Ja, ich mag eben Dinge, mit denen man spielen kann. Hey! Ich kann mich damit stundenlang beschäftigen, wenn sonst niemand da ist. Was ist? Schau mich nicht so an. Hallo, Rollo. Hey, wie geht's dir heute Abend so, Kai? Ich hab dich den ganzen Tag lang nicht gesehen, oder? Bist du beschäftigt, Würstel? Das ist gut so. Beschäftigt sein ist gut. Es ist nicht lustig, nichts zu tun zu haben, Würstel. Sag mal, Kai, was gibt's Neues? Ja, YouTube-mäßig bin ich hier auf jeden Fall gut am Start, weißt du? Läuft. Aber ich will was holen. Dies ist das Brillen-Etui von Bärbel, das ich für ein Weilchen ausgeliehen hatte. Möglicherweise etwas zu lang. Ich wusste, dass ich es schnell zurückgeben sollte, aber ich hab's immer vergessen. Ich bin so ein Schaf. Es wäre wirklich eine große Hilfe, wenn du es für mich zurückbringen könntest. Dazu bin ich doch hier. Du bist toll, Würstel. Ja, ich mach's nicht für dich, ich mach's für sie. Danke für deine Hilfe. Vergiss es nicht, Würstel. Ansonsten, was geht in deinem Leben so ab, auch wenn es mich gar nicht juckt, aber hau mal raus. Hey, Kai, wie geht's dir, Würstel? Sag an, Mann, was kann ich für dich tun? Nichts, sag mir einfach nur, wie dein scheiß Tag war. Unterhalt mich, Bitch. Weißt du, du hast sehr schöne... Okay, okay, Rollo. Alles klar. Lass uns doch das Gespräch fortführen, wenn ich... Naja, 50 Meter von dir weg bin und dich mit dem Fernglas beobachte. Dann kannst du reden. Treibst du eigentlich Sport? Nö, ich bin viel zu faul für Sport. Wirklich? Normalerweise erkenne ich solche Dinge recht gut, Würstel. Deinem Äußeren nach zu urteilen, bist du gut im Golf. Bei deinem Körperbau? An dir geht der Welt ein großartiger Athlet verloren. Was ist denn bei dir los? Warum sind alle jetzt happy hier? Was geht? Ja. Ihr habt's echt drauf, ne? Ihr seid echt die Killer, ey. So, die Frage ist doch nun, wie viel sind eigentlich die Birnen wert, ne? Ist ja auch mal so eine Frage. Und wo ist der Bürgermeister, verdammt nochmal? Ist der nur tagsüber hier? Anscheinend, ne? Wow. Das war krass. Ah, Platz für zwei Sachen haben wir noch. Aber... Der Platz ist ja eigentlich nur gemacht für... Bewohnerquests. Ne, man sollte halt immer genug Platz im Inventar haben und nichts wegwerfen müssen. Um halt nichts wegwerfen zu müssen. Boah, mein Deutsch, Alter. Mein Deutsch! So, dann hoffe ich doch mal, dass Rüdiger zu Hause ist und nicht schläft oder so. Aber was krass ist... Warte mal, ich höre doch da jemanden. Von wo kommt das? Na, ich gehe mal rein. Er wird wohl da sein, ansonsten dürfen wir nicht reinkommen. Er ist nicht da. Da bist du ja! Wir sind übrigens nicht eingebrochen oder so. Hey, wie geht's dir heute Abend? Hast du Probleme, mein Haus in der Abenddämmerung zu finden? Du musst vorsichtig sein. Sogar ich verfehle manchmal mein Haus, Schnäuzel. Worum geht's, Schnäuzel? Ich will was holen. Oh, schön, dass du hier bist. Suchst du die Videokassette, Schnäuzel? Das Dumme ist, dass ich sie Anna geliehen habe. Daher habe ich sie nicht hier. Wirklich ziemlich dumm. Aber wo du schon mal unterwegs bist, kannst du sie doch eigentlich gerade bei Anna abholen. Du hast eine ausgeliehene Videokassette jemandem ausgeliehen? Das ist unverantwortlich. Das ist ja echt, da muss ich jetzt aber echt mal lachen, ey. Das ist dreist. Das macht man nicht. Ich meine, habt ihr schon mal Sachen ausgeliehen? Und sie dann anderen Leuten ausgeliehen? Es klingt ziemlich dreist, ich weiß, aber das wurde gerade eben nur mal getan. Zita ist auch weg.
Ich frage mich ja noch, warum sind die da unten? Warum sind Rollo und Zito... Hamana. Warum zum Teufel sind Rollo und Zita da unten und nicht hier in ihrer Gegend? Man sieht, ne, die wandern auch gerne mal rum. Aber gut, das soll mir ja egal sein. Es kann mir auch egal sein, das ist mir auch egal. So, du bist doch Caroline, ne? Oder wie war das nochmal? Ne, Silke, ja gut. Aber ich weiß, es gab doch irgendwie mal so eine Bewohnerin, die hieß Caroline, oder? Vertue ich mich da. Hey Silke, boah, das Haus sieht sehr rustikal aus, ne? Okay, du kommst von so weit her, nur um mich zu sehen, Sternchen. Was kann ich für dich tun, Sternchen? Gefallen nötig? Tut mir leid. Mir fällt gerade nichts ein, Sternchen. Ansonsten so alles gut. Hallöchen, Kai. Wie geht's dir heute Abend, Sternchen? Also, Kai, was willst du? Nein, ich mobb dich diesmal nicht. Ich will nur mit dir reden. Manchmal komme ich auf die Idee, meine Sachen in einem Loch im Boden zu vergraben, weißt du? Naja, manchmal vergesse ich, wo ich das Loch gegraben habe. Ich versuche angestrengt, mich daran zu erinnern, aber es klappt nie. Hast du manchmal auch dieses Problem, Sternchen? Nein. Oh, meinst du? Du denkst also, ich bin irgendeine verrückte, verpeilte Idiotin? Vielleicht mache ich die Dinge auf meine Weise, aber das heißt nicht, dass du mich beleidigen darfst. Ich hätte dich niemals nach meiner Meinung oder nach deiner Meinung fragen sollen, Kai. Das werde ich nicht mehr machen, Sternchen. Oh, warum hast du uns jetzt? Komm schon. Kai. Was willst du? Sternchen. Hab Langeweile. Kai, kennst du dich mit Feng Shui aus, Sternchen? Der Kunst, Räume harmonisch einzurichten? Gewiss. Oh, Kai, toll. Ist das das Geheimnis deines Glücks, Sternchen? Okay, ich glaube, wir haben wieder eine kleine Anbahnung generieren können. Und das ist super. Na, aber wie die Bewohner manchmal so richtig abgefuckt werden und dann geht's wieder. Na, wer bist du denn? Hey, wer bist du? Kenne ich dich? Ich kenne dich nicht, oder? Doch. Nö, ich kenne dich nicht, aber du siehst harmlos aus. Darum sollte ich mich wohl besser vorstellen. Ja, sehr angenehm. Ich heiße Nathan. Und du bist Kai? Richtig. Oh, das sagte ich bereits. Ja. Wie dumm von mir. Bist du klug genug für zwei? Neuer Bewohner, ey. Hey, Kai. Gut, was gibt's? Ich will helfen. Ich frage mich, wem der gute alte Peter, der Briefträger, wohl zurzeit Briefe bringt. Ich sage dir, mir hat er seit 1 Million Jahren keinen mehr gebracht. Ich möchte wirklich einen Brief bekommen. Okay, dann werden wir ihm den Wunsch gerne erfüllen und werden am Ende des Parts einen Brief für ihn schreiben. Es ist bisher nur keine Rückmeldung zu den anderen Briefen bekommen oder gekommen, die wir den Bewohnern geschrieben haben, ne? Da war doch nichts im Briefkasten. Kommt wahrscheinlich am nächsten Tag, also für euch morgen. Hey! Heike, genau, so hieß du auch. So, du gehörst also zu diesem seltsamen Nachtmensch, nicht wahr? Eine Kreatur der Nacht. Oh, als ich jung war. Was rede ich da? Nein! Ich bin noch keine alte Frau. Ich habe noch ziemlich viel Power, Bärchen. Egal. Was gibt's, Bärchen? Gib mir einen Job. Ach, du kommst ja auch nur, wenn ich nichts zu tun habe, ey. Meine Fresse, du mobbst mich. Hör auf. Ich freue mich, dich an einem so schönen Abend wiederzusehen, ey. Egal. Was gibt's? Was geht, Mann? Wäre es nicht schön, wenn jede Nacht so klar wäre, aber... Ich weiß, das ist unmöglich. Deshalb sollten wir eine so klare Nacht wie heute so richtig genießen, Bärchen. Sollte man. Es wäre wünschenswert. Zu Tommy Nukidi gehen wir jetzt nicht. Stattdessen gehen wir jetzt erstmal zu Anna und holen diese scheiß Videokassette, weil das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? So ganz ehrlich, das ist eine Frechheit.
Vor allem Rüdiger, das hätte ich dem niemals zugetraut. Echt niemals. Dass der sowas macht, echt unverantwortlich. Nein, nicht reingehen, nicht! Was habe ich gesagt? Die mobben uns. Die Tür auf! Oder ich komme eigenhändig rein. Ne? Weißt du, so wie wir wollten gerade mit dir reden, was macht sie? Sie geht durch die Tür. Dankeschön. Das ist ein richtiger Fick-Dich-Moment. Okay, das sieht wirklich sehr, sehr Dolores Umbridge-mäßig aus Harry Potter. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, es ist schon 19 Uhr. Also Kai, was willst du? Ich will was holen. Falls du die Videokassette suchst. Die ist nicht hier? Willst du mich verarschen? Was seid ihr für unverantwortliche Menschen, Mann? Oder Vögel. Ich sag's immer wieder. Vögel sind schlechte Menschen. Ich hatte sie noch bis vor kurzem, aber Baldwin hat sie mir weggenommen. Unfreundliche Person. Natürlich habe ich sie noch nicht wiederbekommen. Daher musst du sie bei Baldwin abholen. Baldwin, ey, da hätte ich zuerst vorbeischauen sollen. Ganz ehrlich, warte mal. Zum Mitschreiben. Bei wem? Haben wir nachgefragt. Noisette, ne? Das ging dann rüber von Noisette zu... Ach, ganz komisch, ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall jetzt schon die dritte Person. Das ist echt unverantwortlich, ey. Aber gut, es passt zu Baldwin, er ist ein Assi. So, und diesmal will ich hier keine Ausreden hören. Du gibst mir jetzt die Kassette. Meine Fresse, das kann aber nicht wahr sein. Wo ist der Typ? Ich hoffe, er kommt jetzt rein. Ach, Baldwin, wo ist denn der? Jetzt ist er nicht auffindbar, ne? Das ist so klar. Und deswegen können wir die Quest nicht abschließen. Da bist du, ja. Hey! Oh, es ist schon wieder Kai. Hey, Captain. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir, Captain? Ich will was holen. Videokassette. Hier ist die Videokassette von Rudolf. Rudolf? Ach, stimmt. Rudolf von Rudolf zu, ich glaube, Zita. Zu Rüdiger. Zu Anna, zu Baldwin. Irgendwie so, oder? Ich glaube schon. Ich schreibe Rudolf einen Brief, um mich dafür zu entschuldigen, Captain. Warte mal. Rudolf weiß doch gar nicht, dass du sie hast. Er ging doch davon aus, er suggerierte doch, dass Rüdiger sie hat. Und nicht du. Ja, okay, mehr habe ich nicht zu sagen. Und jetzt mach inne. Okay, das ist echt strange. Das ist echt strange. So, zu wem müssen wir denn noch gehen? Bärbel, genau. Lass uns erstmal da vorbeischauen und sie abgeben. Ansonsten ist sie sauer auf uns und sagt, oh, das hat echt lange gedauert. Oh ja, Kai, es ist schon ziemlich dunkel, ne, Schätzchen? In der Tat. Übrigens, brauchst du irgendwas? Nein, du brauchst irgendwas, und zwar die Lieferung. Bitteschön. Wahnsinn, ich bin total baff. Du hast tatsächlich mein Brillen-Etui gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich bin dir so dankbar, Schätzchen. Dieses Outfit ist mein Dank für deine Hilfe. Ich bin sicher, es gefällt dir, Schätzchen. Warte mal, was hat sie gerade eben gesagt? Sehr schön gemacht. Siehst du, ich muss es nicht bereuen, dich um Hilfe gebeten zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sage, aber vielen Dank. Heißt so viel wie fick dich? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich Assi-Bewohner? Was kann ich denn dafür? So ein Scheiß. Ich habe echt nur Pech, ne? Ich habe nur so richtige Schmocks. So, Rudolf. Ich hoffe aber, wir kriegen da jetzt was Anständiges für, ne? Wir sind durch die halbe Weltgeschichte gelaufen, nur damit wir hier diesen Scheiß... Naja. Damit wir diese scheiß Kassette zuordnen können. Hallo Kai, was gibt's, Kratz? Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Ich kann auch wieder gehen. Seht ihr, das meine ich. Unhöflich ist fuck. Oho, ich hab sie endlich wieder. Meine Videokassette ist endlich wieder da. Ich glaube, dafür schulde ich dir einen Gefallen. Vielen Dank. Gut gemacht.
du kannst dieses Outfit haben. Ich hoffe, es gefällt dir. Was anderes habe ich nicht. Ich bin sicher, du erkennst daran, dass ich von Mode was verstehe, Kratz. Es sieht aus nach einem linierten rosa Pulli. Ich bin dazu dankbar verpflichtet. Wenn ich mal wieder Arbeit habe, sehe ich zu, dass du sie erledigst. Was haben wir für ein Outfit? Sag mal an. Kirschenoutfit. Oh, sehr modisch. Rollo, was ist los? Nein, kein Loch graben. Ja, worum es geht? Nein, frag lieber nicht. Ich möchte jetzt allein sein. Gut. Wahrscheinlich hast du Liebeskummer und, naja, Zita hat dich gemobbt und Rudolf hat dich ausgelacht. Das passt irgendwie zu den beiden. Ich wette, die turteln jetzt rum, oder? Sag mal an. Oh ja, ich wusste es. Ich hab's schon immer gewusst. Oh Mann, ey. Zita vögelt sich halt durch die ganze Weltgeschichte, ne? Aber was will man auch erwarten von so einer Katze? Ich meine, die streunert ja sowieso nur rum. Unsere Bewohner, ich bin echt froh, dass wir so eine lebhafte Gesellschaft haben, weil besser als so langweilig zu leben und alles standardmäßig zu erfüllen, wisst ihr? Naja. So, ab zu Tom Nook, wir verkaufen ein paar Sachen und gehen dann zur Poststelle und schreiben dann einen Brief an... Wer war das nochmal? Wenn ich den Namen sehe, fällt es mir wieder ein. Das ist die Tür wieder da zum Trollen, ne? Die trollt mich wieder, ganz klar. Mann, 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 Mann. Ja, hallo. Ja. Geil. Ja. Ja, ja. Oh ja. Okay, Tom, ich glaube, du musst nichts mehr sagen. So. Erstmal verkaufen wir doch mal glatt hier die Jakobsmuschel, das ist ja ganz klar. Ja, 450, ne? Ich würde auch sagen, meine lieben Freunde, jetzt den Brief an diese ominöse Person, den schreibe ich noch mit euch, aber die Fossilien verstecke ich offscreen, weil das müsst ihr ja nicht mehr sehen, ne? Das kennen wir ja. Deswegen passt das. Ja, komm, verkauf mal alle beide. Ist sowieso nichts wert. Ne, weil ich finde, ihr habt das alles schon gesehen, mehrmals, wie man Fossilien versendet und das muss man nicht nochmal zeigen, ne? Das passt schon. Das mache ich offscreen. So, ein Sanddollar. Ich hoffe, dafür kriege ich mehr als einen Sanddollar. Aha, aha. Naja, das waren 60 Pennies, aber ansonsten okay. Eine Conchmuschel. 350, ja. Es sind erträgliche Preise. Es summiert sich, ne? Wisst ihr Bescheid. Ansonsten so... Ja, komm, die ganzen Outfits verkaufen wir auch, ne? Ich meine, die können wir im Museum auch gar nicht ausstellen, das ist quasi unnötig, ne? Das passt schon. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ja, 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 so ist das nun mal. Ach ja, die Birne haben wir auch noch, ne? Richtig, die Birne. Habe ich ja fast vergessen, dass wir die auch noch verkaufen wollten. Ich denke, für die Birne gibt es so 50 Sternis bis 100. Mehr glaube ich nicht. Aber mal sehen. 100! Doch, okay. Das fand ich übrigens in Wild World eine Menge Geld. Oder eine Menge Sternis. Aber... Jetzt momentan... weiß ich, dass es nicht viel ist. Ne? So. Dann würde ich sagen, ab zur Poststelle. Und dann ist der Brief an Nathan auch schon geschrieben. Hi Nathan, wie geht's dir so? Bis dann, Kai. Ja, ich finde so kurze Briefe, die sind kurz knackig. Das passt, das ist okay. Ne? So, gut. Dann verschicke ich jetzt eben schnell den Brief und dann beende ich auch schon den Part, weil das soll es für diesen Tag gewesen sein. Wir haben eine Menge erlebt an diesen beiden Parts, kann man sagen. Wir haben recht, ja, einigermaßen Geld haben wir bekommen. 7000 Sternis ungefähr, 8000 Sternis. Lasst es 8000 sein. War okay. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder in alter Frische mit
ja, den Briefen vom Museum und vielleicht einigen anderen Briefen. Bis dahin, haut rein, ciao.